Lass einen Altar aus Akazienholz bauen, auf dem man das Räucheropfer darbringen kann. Er soll quadratisch sein, einen halben Meter lang und ebenso breit. Seine Höhe beträgt einen Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Die Hörner sollen nicht aufgesetzt, sondern Teil der Seitenwände sein. Die obere Platte, die Seitenwände und die vier Hörner soll mit reinem Gold überzogen werden. Und an der Oberseite soll ringsum eine Goldleiste verlaufen. Lass zwei goldene Ringe schmieden, die an beiden Seiten des Altars unterhalb der Zierleiste angebracht werden. Durch diese Ringe werden Stangen gesteckt, damit man den Altar tragen kann. Lass die Stangen aus Akazienholz anfertigen und mit Gold überziehen. Stell den Altar im heiligen Zelt auf, vor dem Vorhang, hinter dem sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte befindet, wo ich euch begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampe des zur Nacht leuchtet, das säubert und mit Öl nachfüllt, soll auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Auf dem Altar dürfen nur die von mir erlaubten Duftstoffe verbrannt werden, keine anderen. Auch Tieropfer sowie Speise- und Trankopfer dürft ihr dort nicht darbringen. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, muss Aaron den Altar von aller Schuld reinigen, die auf ihm lastet. Er soll etwas von dem Blut des Opfertieres an die Hörner des Altars streichen. Auch diese Anweisung gilt für alle künftigen Generationen. Der Altar ist in besonderem Maße heilig. Er gehört mir, dem Herrn. Der Herr sagt zu Mose: Wenn du die wehrfähigen Männer in Israel zählst, sollen alle Gemusterten mir, dem Herrn, ein Lösegeld für ihr Leben geben, damit ich kein Unheil über sie hereinbrechen lasse. Jeder, der bei der Musterung erfasst wird, soll ein halbes Silberstück geben, gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Ein Silberstück wiegt 12 Gramm. Die Abgabe für mich beträgt also 6 Gramm Silber. Sie muss von allen entrichtet werden, die 20 Jahre und älter sind. Ein Räucher soll nicht mehr als ein halbes Silberstück geben und ein Armer nicht weniger. Denn es ist ein Lösegeld, das ihr für euer Leben zahlt und das mir geweiht wird. Dieses Geld sollt ihr für den Bau und die Ausstattung des heiligen Zeltes verwenden. Dann werde ich stets an euch Israeliten denken und euer Leben bewahren. Der Herr sprach zu Mose: Lass ein Becken mitsamt Untergestell aus Bronze für die Waschung anfertigen. Stell es zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar auf. Füll es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können, bevor sie das heilige Zelt betreten oder auf dem Brandopferaltar ein Opfer darbringen, müssen sie sich die Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Dies ist eine ewige Ordnung für Aaron und alle seine Nachkommen. Der Herr sagt zu Mose: Lass dir kostbare Gewürze und Duftstoffe bringen: 6 Kilogramm Myrrhe, 3 Kilogramm wohlriechenden Zimt, 3 Kilogramm Kalmus, 3 Kilogramm Cassia, alles gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Dazu 4 Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Öl zubereiten, und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie es Salbenmischer tun. Das Öl soll heilig sein und nur dann gebraucht werden, wenn ein Gegenstand oder eine Person, die mir geweiht wird. Besprenge damit die Bundeslade und das heilige Zelt, den Tisch mit all seinen Gegenständen, den Leuchter und die dazugehörigen Geräte, den Räucheropferaltar, den Brandopferaltar mit allen Gefäßen und Werkzeugen und das Wasserbecken mit dem Untergestell. So sollst du alle diese Dinge weihen. Sie werden dann besonders heilig sein, und alles, was mit ihnen in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Auch Aaron und seine Söhne sollst du mit dem Öl besprengen. Dadurch werden sie heilig und können mir als Priester dienen. Erkläre den Israeliten, dass dieses Öl heilig ist und für immer ausschließlich mir, dem Herrn, gehört. Darum darf ich es nur den Priestern auf die Haut auftragen. Niemand anders soll damit in Berührung kommen. Ihr dürft auch kein Öl für euren eigenen Gebrauch zusammenmischen, das aus den gleichen Zutaten besteht. Dieses Öl ist heilig, und darum soll es auch euch als heilig gelten. Wer dennoch ein solches Öl herstellt oder irgendeinen Menschen mit diesem Öl salbt, hat sein Leben verwirkt. Er muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Der Herr sagt zu Mose: Besorgt dir wohlriechenden Harz, Galbanum, reinen Weihrauch und würzige Räucherklaue. Misch alles zu gleichen Teilen zusammen, wie es ein Salbenmischer tut, und gebe etwas Salz dazu. Verwende nur reine Zutaten. Von dieser Mischung sollst du mir immer das Räucheropfer darbringen. Zerstoße etwas davon zu feinem Pulver und streue es im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo ich dir begegnen werde. Diese Weihrauchmischung ist besonders heilig. Ich habe sie allein für mich, den Herrn, bestimmt, und deshalb soll sie auch euch heilig sein. Darum dürft ihr keine solche Weihrauchmischung für euch selbst zusammenstellen. Wer es doch tut, um sich auch dem Duft zu erfreuen, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden.